Guten Morgen, Herr Scheidemann. Vielen Dank, dass Sie uns besuchen, die Zeit zur Lupe. Sie haben sich zur Wahl gestellt. Und herzlichen Glückwunsch und vor allem ein besonderes Dankeschön, dass Sie sich auch die Mühe machen, uns die Zeit zur Lupe zu besuchen. Dieses erste Mal sich ein bisschen ausdehnen in Richtung Saalekreis in Ihren Wahlbezirk und den Mut haben, diese nicht recht einfachen Fragen doch für Ihre zukünftigen Wähler und für die Interessierten zu beantworten. Sie haben dich zur Wahl gestellt und Ihre Partei hat dies bestätigt. Erst einmal Glückwunsch dazu. Und jetzt kommen ein paar direkte Fragen dazu. Was zeichnet Sie denn persönlich so besonders aus, dass Sie sich befähigt halten, unserem Land im Bundestag einen Dienst zu erweisen in der Zukunft, wenn Sie es erreichen, Ihr Ziel? Ja, darüber habe ich mir eigentlich noch nie selber Gedanken gemacht, muss ich sagen. Ich denke mal, der Wille zur Veränderung, die meiner Ansicht nach in diesem Land dringend erforderlich sind, eine gewisse Geradlinigkeit unter Umständen. Und ansonsten ist es natürlich die Wahl mehr oder weniger das Produkt der Leute, die mich kennen. Ja. Genau, danke Ihnen vielmals. In welchen Vereinen und Verbänden oder in welchen Dingen waren Sie bisher schon mal sozial engagiert in der Öffentlichkeit oder haben gewisse Erfahrungen mit Öffentlichkeit letztlich gewonnen in Ihrer bisherigen Tätigkeit? Ich bin Mitglied im Karnevalsverein. Ich spiele da in einer Guggenband, ja. Bin Mitglied im Verein für bezahlbare kommunale Abgaben in Deutschenthal. Übrigens geleitet von einem FDP-Mann, ja, auch ohne Funktion. Und ich bin Sportschütze und als Sportschütze Präsident des Landesverbandes Sachsen-Anhalt. Hi, sehr schön. Und was sind Sie bisher tätig, in welcher Funktion, was man beruflich, jetzt ohne dass Sie sich jetzt hier ausziehen müssen, sind Sie beruflich Angestellter oder Arbeitnehmer, ja, oder Selbstständiger? Nicht genau beschreiben, das müssen Sie jetzt nicht bloß. Ich habe einen ganz normalen Beruf gelernt, Baumaschinenführer, habe in diesem Beruf fast 20 Jahre gearbeitet, mich dann nochmal auf die Schulbank gesetzt, Fachschule gemacht, den Abschluss eines staatlich geprüften Hochbautechnikers absolviert, danach als Bauleiter, Projektsteuer, Projektant gearbeitet. Und dann, das war 2004, war ja die Arbeitslage nicht so besonders arbeitslos geworden. Mein Chef ging in Rente und hatte dann die Wahl, mehr oder weniger mich für Hartz IV zu entscheiden, wofür ich zu reich war, oder mich selbstständig zu machen. Habe dann letztendlich das Letztere gewählt, um eben meinen Unterhalt selbst zu verdienen. War 11 Jahre selbstständig. Die letzten Jahre meiner Selbstständigkeit haben mich eigentlich dazu gebracht, das so schnell wie möglich wieder zu beenden, weil der bürokratische Aufwand immer größer wurde und ich davon einfach die Nase voll hatte, weil man hatte keine Freizeit mehr. Ja? 8 Stunden arbeiten und sich danach noch 4 Stunden ins Büro setzen, das ist nicht mehr machbar. Ja? Das kann man niemandem verklickern. Und irgendwann, das war im letzten Herbst, kam dann einer meiner größeren Auftraggeber auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich dort nicht die Stelle eines technischen Leiters für die Instandhaltung übernehmen wollte, und das habe ich dann gemacht, weil gute Bezahlung, soziale Absicherung, wäre mal schön blöd, wenn man es nicht macht. Ne? Genau. Und dort arbeite ich jetzt, das ist die Volkssolidarität Halle, Pflegebereich, passt. Wir wollen hier keinen Kurs machen wie in der Schule, sondern wir wollen einfach nur wissen, haben wir einen gefestigten Menschen vor uns und können wir uns darauf verlassen, dass in zukünftigen wichtigen Entscheidungen jemand auch weiterhin so abstimmt, wie ich wollte, wie ich als Wähler wünsche. Und das ist eigentlich der Grund letztlich dieser Fragen, um diese Standfestigkeit und Geradlinigkeit herauszuarbeiten. Und daher kommt die Frage, die wir also schriftlich vorher eingereicht hatten, nach welchen moralischen Grundsätzen leben Sie denn und welche Philosophie, denke, greifen Sie in schwierigen Situationen zurück? Es geht eigentlich nicht darum, wie Sie jetzt jeden Tag entscheiden, sondern nur, wenn Sie schwierige Situationen haben, wenn Sie auch diese Führungsposition haben, jemanden entlassen müssen, es hat jemand gestohlen im Betrieb, wie verhalten Sie sich in schwierigen Situationen? Da greift man oft mal auf so ethische Dinge zurück. Der Christ auf seine 10 Gebote, jemand anders für andere Dinge. Und das wollte ich, wenn ich einmal wissen, nach welchen Grundsätzen leben Sie oder sind Sie aufgewachsen? Was vertreten Sie nach außen? Ich würde mal sagen, leben und leben lassen ist das Hauptprinzip. Gleiche Rechte und gleiche Pflichten für alle. Und verlange niemals irgendetwas von jemandem oder bürde niemals jemandem etwas auf, was du nicht selber in gleicher Weise oder noch besser kannst.
Na, da steckt ja schon ein bisschen Kant drin, das ist ja nicht schlecht. Die 10 Gebote der christlichen Lehre sind Ihnen bekannt? Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, aber ich gehe mal von aus, dass Sie Atheist, ja. Soweit ich weiß, geht es bei den 10 Geboten im ersten Bereich mehr um die Gläubigen. Sie haben es ja beantwortet, Sie sind ja Atheist, sagt ja, 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 aber deswegen kann ich ja auch auf die ersten schlecht antworten. Jeden Tierchen sein Pläsierchen, würde ich sagen. Wer sich daran halten will, wir haben Religionsfreiheit in dem Sinne. Und dem sei das freigestellt. Ja. Was den restlichen Teil der 10 Gebote betrifft, da geht es ja um Recht und Moral. Ja. Da muss man natürlich dahinter stehen. Wobei natürlich Begehre nicht deines nächsten Weib heutzutage nicht mehr so gesehen wird, sagen wir mal, so wie im Mittelalter. Wie stehen Sie zum kategorischen Imperativ von Kant? Ja, wie gesagt, Philosophie ist nämlich nicht gerade mein Hauptfach. Wenn ich mich recht erinnere, kann man das übersetzen mit, was du nicht willst, was man dir tu, das füge keinen anderen zu. Das ist schon das, was ich vorhin eigentlich gesagt habe. Was bedeutet für Sie Gemeinwohl und inwieweit ist dabei der Einzelne zu berücksichtigen? Das Wort setzt sich ja nun aus Gemeinschaft und Wohl zusammen. Die Gemeinschaft wiederum ist eigentlich die Summe der Individuen. Ja? Wenn es also allen Individuen im Durchschnitt gut geht, dann haben wir auch ein Gemeinwohl, würde ich sagen. Gut, ich mache mal ein Beispiel, auch ein Reizthema in unserer Region. Braunkohleabbau. Würden Sie sagen, oder sagen Sie, ich entdecke ein Braunkohlevorkommen, der Abbau letztlich bringt Arbeitsplätze, 3000 Arbeitsplätze angenommen. Dazu müssen Einzelne enteignet werden, das Wohl des Einzelnen. Steht es in dem Fall höher oder niedriger für Sie? Das ist so eine harte Frage mal. Das ist wirklich eine harte Frage. Wir sind hier aber in einem Bereich Deutschlands, wo eigentlich jeder Arbeitsplatz zählt. Und gehen wir mal von 3000 aus, meistens ist es ja nicht immer so viel. Das ist denn schon eine gewisse Hausnummer. Und Enteignung ist ja nur der eine Teil. Es gibt ja in solchen Fällen auch eine Wiedergutmachung. Wenn man die Wiedergutmachung hoch genug setzt, um aus der Enteignung eigentlich auch teilweise einen Gewinn zu machen für die Leute, die dort enteignet werden, dann ist das in meinen Augen vertretbar. Es gibt es, was wir alle haben, wir haben ja momentan diese Flüchtlingsfrage, jetzt gerade, weil Sie von der AfD ja nun mal sind, ist ja auch ist für euch ein wichtiges Thema, was ja auch sehr im Vordergrund ist. Und es gibt den Begriff von Max Weber aus einem Aufsatz heraus, da sprach er mal von der Verantwortungsethik und der Gesinnungsethik. Wie sehen Sie eigentlich diese Ethik oder welcher Ethik streben Sie mehr nach, die Verantwortungsethik oder die Gesinnungsethik oder Moralethik kann man es ja auch nennen, gerade in der Bezug aufgrund der Zuwanderung, ich bezeichne es mal als Zuwanderung aus Afrika, Zuwanderung umschreibe ich jetzt alles, ob das jetzt ein Wirtschaftsflüchtling ist, ob es ein Kriegsflüchtling ist, einfach der Nachzug dazu, also generell die Zuwanderung aus Afrika mal ganz deutlich ausgedrückt. Wie stehen Sie dazu? Zu welcher Ethik neigen Sie? Also wenn wir das in diese zwei Ethiken unterscheiden, dann neige ich natürlich eher zur Verantwortungsethik. Das ist nämlich die Ethik, die sich auch Gedanken darüber macht, was über die Hilfe hinaus passieren könnte und die Gefahren und Schwierigkeiten und nicht nur die Möglichkeiten sieht. Von Seiten der Gesinnungsethik erfahren wir ja, es wäre eine große Chance für uns und die Einbürgerung, das wäre alles wunderschön. Wir würden ja Arbeitskräfte gewinnen. Da wird mehr geholfen. Man hat manchmal den Eindruck, um sich selber zu helfen, ja, um sich selber zu bestätigen. Teilweise auch, leider Gottes, um ein Geschäft draus zu machen. Ja. Das sehen wir ja sehr oft, dass gerade verantwortliche Politiker dann sich mal schnell ein Häuschen kaufen, das vermieten und da ein riesen Geschäft draus machen. Was die Gesinnungsethik selber betrifft, das sind Leute, die denken nicht darüber nach, welche Schwierigkeiten mit den fremden Kulturen auf uns zukommen. Da wird von Einbürgerung gesprochen, ohne eigentlich das Eigentliche zu sehen. Die Leute kommen her und beantragen Asyl. Asyl ist aber immer ein zeitlich begrenzter Schutz. Die AfD hat da nichts dagegen. Und wer wirklich Hilfe braucht, der sollte sie auch bekommen. Nach Berechnung der UNO sind das maximal 3%
Der Rest sind eigentlich Wirtschafts-, Klima- oder Kriegsflüchtlinge. Kriegsflüchtlingen als solchen könnte man auch helfen, natürlich, ja, aber eben auch zeitlich begrenzt. Was unser Staat daraus macht, nämlich von vornherein von einer Einbürgerung zu sprechen, von einer Integration, halte ich für komplett verkehrt. Und auch wie er daran geht, nämlich dass er sagt, wir müssen die Leute integrieren. Das sehe ich nicht so. Die Leute müssen sich hier integrieren. Sie müssen ihre Kultur, wenn sie das denn machen, ja, wenn sie sich hier integrieren wollen, müssen sie ihre Kultur, ihre Vorstellung von ihrer eigenen Ethik, die müssen sie zu Hause lassen. Denn was da manchmal herauskommt, es gibt da ein sehr schönes Beispiel von einer Vergewaltigung in Rimini, wo ein pakistanischer Flüchtlingshelfer gesagt hat, das wäre nicht so schlimm, das wäre nur am Anfang eine Vergewaltigung, danach wäre es ganz normaler Sex für die Frau. Das kann man ja nicht hinnehmen, geht ja nicht. Aber das ist ein Zeichen, wie diese Leute dann eigentlich, als Pakistanier ist er ja auch irgendwann mal hierher gekommen, wie die Leute das sehen. Ja, und das bringen sie mit und das werden sie hier auch nicht mehr los. Die demografische Entwicklung, da habe ich ein Beispiel mal genommen, zu unser Rentensystem. Nach der Demografie, nach unserer Pyramide noch einmal, zeigt es unsere Rentenkasse. Wir nennen sie Rentenkasse, manche sagen Rentenversicherung. Eine Versicherung ist es für mich persönlich nicht. Die Versicherung spart ja Gelder an, das ist ein reines Umlagesystem, ja, irgendwo größere Risiken birgt es letztlich für die nächste Generation, für Sie junge Leute. Das eingenommene Geld wird sicherlich nicht reichen, die Rentenhöhen in jetzigen Höhen weiter zu bezahlen, außer man würde den Rentenbeginn rausschieben und so weiter und so fort. Mhm. Wie stehen Sie jetzt persönlich dazu, dass Bundestagsabgeordnete Pensionen aus Steuermitteln sich persönlich zusagen und gleichzeitig über die Renten der restlichen Bürger entscheiden? Gerade jetzt am Kante zitiere ich mal, was man am Anfang mal ein bisschen hat, da kann man Ethik mal anwenden. Ja. Heißt so schön, eine Maxime von Kant heißt einfach, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Also meine Frage ganz konkret, was halten Sie von Bundestagsabgeordneten, die über die Renten der Leute abstimmen und selber sich dicke, fette Pensionen zusagen? Jetzt können Sie mal einfach Ihre Meinung loslassen, solange Sie noch nicht da sind. Ich frage Sie aber hinterher, wie Sie sagen. Natürlich, natürlich, auf. Ja. Das sehen wir, hören Sie hinterher, wenn Sie drin sind. Ja. Da muss ich sagen, das ist genau so ein Punkt, den man gleich als erstes für eine Anfrage und auch für eine Gesetzesänderung bringen könnte, weil davon kann man gar nichts halten. Das ist ja, Sie predigten Wasser und tranken selber Wein. Ja. Nach meiner Meinung nach geht das gar nicht. Ja, und eigentlich sollte man unsere Abgeordneten, zu denen ich hoffentlich dann auch später gehöre, in der Pflichtversicherung der Rentenkasse integrieren, und zwar entgegen der sonstigen, den sonstigen Verhalten in voller Höhe und nicht mit einer Kappungsgrenze. Kann ich Ihnen schnell beantworten, jeder Selbstständige, wenn man den Abgeordneten als Selbstständigen betrachten würde, als Selbstständigen, kann man auch machen, wäre auch nicht einfach, ist aber selbst schnell gelöst. Der Selbstständige hat das Recht, freiwillige Beiträge abzuführen, die gesetzliche Rente. Genau. Oder sich selbst Ja, zu machen. Und da wäre ich. Und wenn Sie selbstständig wären, kann ich auch sagen, kann man auch auf Spesen ausdehnen, dann hätten Sie alle bürokratischen Hürden selbst zu leisten, die Sie jedem kleinen Selbstständigen, Arzt, Rechtsanwalt, Notar, Hausmeisterservice selber erleiden müssen, würden Sie am eigenen Leib erleiden. Das würde ich für Ihr Recht halten, ja, aber Sie wissen ja, in der Selbstständigkeit gibt es ja die Möglichkeit des Absetzens. Man hat auch unter Umständen einen anderen Verdienst. Als Bundestagsabgeordneter verdient man mit Sicherheit nicht schlecht. Muss man denn natürlich auch einem berechnen, wahrscheinlich. Als Bundestag kann ich Ihnen sagen, die haben, glaube ich, letztes Jahr, die haben ca. 9.300 oder 9.400 Euro brutto, haben sie erst einmal, als wie ein Beamter. Dann haben sie darüber hinaus noch einmal 4.500 Euro steuerfrei. Ach so. Damit können die alles bezahlen rundherum. Sie müssen keine Spesenzettel sammeln, sie müssen kein Fahrtenbuch schreiben, sie können Gelder geben, für was sie wollen. Und dann kriegen sie gleich mal 10.000 oder 12.000 Euro noch im Jahr für Bürozuschüsse. Mhm. Da können sie sich eine tolle Kamera kaufen, da können sie sich ein iPhone kaufen, da können sie das neueste Tablet kaufen. Einfach gegen Rechnung müssen sie nachweisen. Das sind die Summen, die so ein Abgeordneter hat. Also er kann letztlich Spesen, hat er wie jeder Angestellte, muss brav seine Steuererklärung abgeben, das Ganze. Und die Bundestagsabgeordneten haben sich recht einfach gemacht. Sie haben 4.500 steuerfrei und können damit machen, was sie wollen. Und das ist halt letztlich, dadurch habe ich es nicht ausgedehnt, aber es ist auch so ein Punkt, was ich nicht als besonders moralisch empfinde, als persönlich jetzt. Ist richtig, wobei als ehemaliger Selbstständiger muss ich dann sagen, da wäre es besser, dass auch das in gleicher Weise auch dem Selbstständigen zu gönnen. Dann könnten wir es auch machen, wäre es wieder gleich, genau. Ja.
sind wir bei unserem alten Kant, also sehen, Ethik hat auch gewisse Vorteile. Mit schwierigen Fragen kann man darauf zurückgreifen. Ja, richtig. Eine uralte Ethik, das ist sich auch bekannt. Und da muss man den Kant nicht mal kennen. Ja gut, dann sagen wir, sprechen wir eins, ich will jetzt keine Unterhaltung machen, aber auch nicht schlecht, ein bisschen sowas für unsere Zuschauer. Sie haben ja von der Kultur gesprochen, auch von der Zuwanderung. Unser Oller Kant, um es mal so zu sagen, ist ja auch eine Form unserer Kultur. Das ist ja bei uns verwurzelt. Und wenn Ihre, Sie haben ja den Einspruch auch gehabt, manche Maxime sind der Übergang ins allgemeine Sprachgebrauch. Tue keinem anderen was Leid, was du selber nicht zufügen möchtest. Jemand anders, was du selber leiden möchtest. Das sind ja die Maxime. Die sind ja dann ins tägliche übergegangen. Ja, richtig. Und diese 10 Gebote muss ich nicht vorlesen. Es ist verinnerlicht, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst deine Nachbarn Frau jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Und da haben sie ja auch was Schönes gesagt, Gesellschaften ändern sich. Früher war es vielleicht mal so unter Freunden, fasst das Nachbars Frau nicht an. Hat sich ja scheinbar ein bisschen verändert. Aber das Zusammenleben fördert diese Veränderung nicht. Das muss man auch dazu sagen. Air Berlin ist insolvent und der Bund hilft. Was halten Sie davon und begründen Sie es bitte kurz? Also was jetzt der Bund macht. Ja, der Bund hat ja da ein Darlehen gegeben von 150 Millionen Euro. Air Berlin ist eine Fluggesellschaft, die in erster Linie ihr Geld mit Pauschalreisen verdient. Pauschalreisen heißt aber immer, man muss als Reisender einen sogenannten Reisesicherungsschein haben. Das ist nichts anderes wie eine Versicherung, die genau für solche Fälle aufkommen sollte. In dem Sinne muss ich dann sagen, ist das eigentlich, kann ich das nicht anders sehen, ist das eine vorgeschobene Behauptung unserer Regierung, weil durch die Versicherung ist das letztendlich abgedeckt. Wen unsere Regierung damit hilft, ist dann in erster Linie nicht dem armen Reisenden, der dann irgendwo stranden könnte, weil der ist ja über Versicherung abgedeckt, sondern der Versicherung, die das dann nicht bezahlen muss. Die sogenannte Dieselaffäre der Autoindustrie und die Folgen sind ja zurzeit noch nicht überschaubar. Jetzt, ohne dass Sie der Fachmann sein müssen aus der Autoindustrie, wie stehen Sie zu dieser Affäre oder was bodelt sich bei Ihnen im Magen da zusammen oder was halten Sie von dieser Dieselaffäre mal? Welche Folgen erwarten Sie daraus, was auf uns zukommen kann oder wird? Gute Politik ist ja eigentlich diejenige, die negative Folgen im Voraus ausschaltet durch kluges Handeln. Sie sagen es. Dieselaffäre, im Moment ein sehr heißes Eisen. Und ich wundere mich, dass unsere Politiker da eigentlich komplett an den Fakten vorbeigehen. Denn wenn wir uns die Fakten betrachten, ich habe mich sehr dolle damit beschäftigt, weil es mich selber interessiert. Ich fahre selber einen Diesel, aber eben nicht nur deswegen. Wir haben auf der Straße einen Grenzwert von 40 Mikrogramm. Was? Mikrogramm was? Mikrogramm, Stickstoffdioxid. Das ist ja der Punkt, wo man sich im Moment am meisten dran aufhängt. 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid als Grenzwert für angebliche gesundheitliche Schäden. In Büroräumen haben wir einen Grenzwert von 950 Mikrogramm. Das muss man erst mal jemandem erklären, wieso wir verschiedene Grenzwerte haben bei einer angeblichen gesundheitlichen Belastung. Wenn man sich dann tiefer noch damit beschäftigt und mal ein bisschen forscht, dann erfährt man, dass die Bundesregierung das nicht einfach so erfunden hat. Sie hatten schon jemanden beauftragt, der sich darum kümmert, und zwar die Technische Universität in München, dort einen Professor Helmut Greim, und der hat noch einen dritten Grenzwert ins Spiel gebracht, und zwar von 8000 Mikrogramm, der nach seinen Versuchen und seinen Erkenntnisstand eigentlich dann erst zu gesundheitlichen Schäden führen kann, weil dort waren dann die ersten Reizungen in Tierversuchungen erkennbar. Also wir haben drei Grenzwerte, die sich erheblich unterscheiden voneinander. Und das sollte uns erstmal jemand erklären. Und dann müssen wir weiter gucken, was haben wir beim Diesel noch? Wir haben Kohlenmonoxid, wir haben Kohlendioxid. In beiden Fällen ist der Diesel besser im Vergleich zu einem Benzinmotor. Und wir haben Feinstaub und Rußpartikelbildung. Feinstaub ist gleich, weil der wird in erster Linie durch den Abrieb der Reifen erzeugt. Da haben wir ja die gleiche Belastung. Und beim Rußpartikel, wo man eigentlich denken müsste, jetzt kommt, da ist der Diesel ganz schlimm, ist es auch nicht so, weil der moderne Dieselmotor nun mal einen Rußpartikelfilter hat. Der moderne Benzinmotor aber aufgrund seiner Technologie, die immer weiter fortschreitet, oftmals mit Einspritzung arbeitet, höhere Temperaturen hat, höhere Verdichtung. Und das sind die drei Punkte, die dazu führen, dass es zu Rußpartikelbildung kommt, wenn eben keine vollständige Verbrennung kommt. Und da der
Benzinmotor keinen Bußpartikelfilter hat, ist er dort 3 bis 10 Mal schlechter wie der moderne Dieselmotor. Und wenn wir dann noch weiter gucken, uns wurden ja vor kurzer Zeit ein paar Zahlen um die Ohren gehauen von 240.000 Toten weltweit alleine durch Diesel, in Deutschland 40.000 Toten. Da muss ich fragen, woher nimmt man die Zahlen? Das kann man doch nur irgendwo hernehmen, wenn man sich mal die Totenscheine vornimmt und durchblättert. Diesel, 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 wird man aber nirgendwo finden. Nicht mal bei einem Selbstmörder. Dort würde stehen Kohlenmonoxidvergiftung oder sowas. Ja. Also total aus der Luft gegriffene Zahlen. Fake News, wie es heute das sind, heißt. Ja, kann man so sagen. Und wenn man dann noch ein Stückchen weiter guckt, dann erleben wir ja in Amerika, dort ist der Diesel im Kommen, wird aber nicht gerne gesehen, weil die amerikanische Wirtschaft das nicht so bringt von der Technologie her. Die mögen ja ihre Benziner. Und dann sehen wir, dass es da vielleicht ein ureigenes Interesse der amerikanischen Industrie gibt. Und wenn wir das dann vergleichen mit den Gerichtsurteilen, die dort gefällt wurden, amerikanische Autoindustrie 150 Millionen, VW 4,5 Milliarden, sollte man sich fragen, ob da nicht irgendwo ein höherer Plan dahinter steckt. Die herrliche Idee von Europa bekommt eigentlich ganz schön Risse zur Zeit. Jetzt muss ich ja nicht alles aufführen. Leute, die sich diese Sendung anschauen, werden es ja mitkriegen. England, das eben aussteigt, das ist unser drittgrößter Handelspartner von Deutschland. Also ich bin eher erschrocken, dass wir hier dann plötzlich dem drohen. Europa ist eine Partnerschaft auf freiwilliger Basis. Wie kommt ein Juncker dazu zu sagen, jetzt drohen wir den Engländern, wenn sie ausscheiden? Also meine persönliche Meinung, das sage ich jetzt auch mal wieder, ein Zusammenschluss einer Gemeinschaft soll eigentlich auf friedlicher Basis sein, soll auf für alle eine Win-Win-Situation werden. Also Europa bekommt große Risse, vor allem haben wir, wenn wir von Europa sprechen, habe ich vielleicht auch Schwierigkeiten. Wir haben ja Europa ist erstmal eine geografische Seite, dann habe ich in Europa eben einen Wirtschaftsraum, der letztlich sich vertraglich miteinander gebunden hat. Und dann gibt es als dritte Geschichte ja heute noch die sich an die Währung angehängt haben, an den Euro. Und auch im Sprachgebrauch wird ja manchmal vermischt, Europa und Euro, merke ich mittlerweile. Ist also etwas erschreckend, bekommt Risse. Wie sollten wir uns als Deutschland in der heutigen Situation eigentlich verhalten, um die schöne, herrliche Idee des Europas, des gemeinsamen Europas, was ohne Streit und ohne Krieg, und wir haben viele negative, sehr grausame Erfahrungen in Europa, wir bekommen jetzt Risse. Wie sollten wir uns als Deutschland benehmen, gerade wenn Sie jetzt im Bundestag dann sind? Wie stehen Sie dazu? Es geht ja nicht nur um eine Idee und es geht ja nicht nur um das Zusammenspiel Europas. Es geht ja in erster Linie dabei um finanzielle Interessen. Großbritannien ist eines der Länder gewesen, ist es auch heute noch, die mehr in die Europäische Union einzahlen, als sie herausbekommen. Irgendwer von den dann verbliebenen Ländern der Europäischen Gemeinschaft muss das auffangen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird man da auf Deutschland hinzukommen, denke ich. Bei den anderen Ländern ist nicht allzu viel zu holen. Was haben wir da noch? Ich glaube, Frankreich ist noch das Land, was mehr einzahlt, als es herausbekommt. Es wird auf Dauer nicht gut gehen, vermute ich. Ein einheitliches Europa in dem Sinne, dafür braucht man meines Erachtens keine europäische Gemeinschaft. Das kann man auch alles unter den Staaten mit bilateralen Verträgen regeln. Das Europa, die Europäische Union, die wir momentan haben, ist mehr, in meinen Augen, mehr oder weniger ein alles regulierender Moloch geworden. Mit einem Riesenapparat, der Unmengen von Geld verschlingt und uns dann mit dem Krümmungsgrad einer Banane oder Gurke quält, die eigentliche Probleme, die Europa hat, aber nicht angeht oder uns aber andersherum Sachen diktiert, die für viele Länder so nicht hinnehmbar sind. Schauen wir in die Flüchtlingskrise, schauen wir uns das Waffengesetz an, ja, wo uns über Richtlinien quasi über die Hintertür Gesetze verordnet werden. Ich denke nicht, dass das zeitgemäß und hinnehmbar ist. Eine Nachfrage noch dazu, zu Europa. Wollen Sie, dass Deutschland dann ausscheidet aus dieser Europäischen Union? Oder denken Sie, man kann sie noch retten? Wir sprechen in der AfD von einer Reform
der Europäischen Union. Aber dann müsste die Europäische Union auch mal die Probleme angehen, die wirklich drängend sind. Und zwar im Interesse der europäischen Staaten. Wenn eine Reform nicht möglich ist, dann bleibt letztendlich nur ein Austritt. Die Europäische Union wird sich sowieso verkleinern. Ja. Griechenland wird auf Dauer nicht haltbar sein, vermute ich. Einige ostdeutsche Staaten, osteuropäische Staaten sind bereits am Rückrudern. Ja. Die Tschechen wollen auf einmal keinen Euro mehr. Ungarn hebt die Hände, weil ihnen Sachen diktiert werden, die sie so nicht hinnehmen wollen. Ja. Schauen wir, was daraus wird. Das wird mit Sicherheit eine interessante Entwicklung werden, aber letztendlich muss es gelöst werden. Und wenn nichts anderes bleibt. Setzen Sie jetzt dann, wie Frau Merkel, wenn Merkel als so als Synonym nehmen darf, dem Euro dann auch mit Europa gleich? Bin ich jetzt, weil ich habe vorhin extra unterschieden, drei Dinge. Der Euro, ist der Euro denn die Grundvoraussetzung, dass Europa bleibt als europäische Gemeinschaft für Sie? Wenn der Euro zerfällt, zerfällt Europa. Bestehen ja. Da gibt es mit Sicherheit einen Zusammenhang. Ja? Weil letztendlich ist in allen politischen Bereichen immer die Finanzen ein entscheidender Punkt. Und wenn für verschiedene Staaten Europas der Euro zu hart ist, dann bleibt nur eine eigene Währung wieder. Und zerfällt Europa, dann werden wir auch keine einheitliche Währung. Zerfällt die Europäische Union, dann werden wir danach keine einheitliche Währung mehr gebrauchen können. Ich fasse noch mal nach. Mhm. Dänemark hat auch keinen Euro, aber gehört zur Europäischen Union. Ich habe mit Dänemark keine Schwierigkeiten. Mhm. Ja, Schweden. Müsste nach Vertrag den Euro einführen. Mhm. Führen sie aber nicht ein, weil sie wissen, dass es sich nicht lohnt. Ist in der Europäischen Union und hat keinen Euro. Ja, gerade. Ich wollte mal nachhaken, weil ich jetzt deshalb nachhaken wollte. Ich kann doch auch die Europäische Union erhalten ohne Euro. Ja, natürlich, hatten wir ja früher auch. Wir hatten ja auch einen europäischen Wirtschaftsraum. Ja? Das kann genauso bleiben. Also sehe ich auch keine Schwierigkeiten mehr. Und gerade weil Sie es erwähnen, eine eigene Währung ist für eine europäische Gemeinschaft nicht zwingend erforderlich. Dann gehen wir auf den Punkt zur Währung. Das geht dann vielleicht sogar ein bisschen schneller. Griechenland und weitere Südländer kommen ja aus der Schuldenfalle nicht mehr raus, wenn man so bezeichnen kann, in einfachen Formen. Also man kann es auch anders bezeichnen. Durch den harten Euro sind sie nicht mehr produktiv und können ihre Ware nicht verkaufen. Das beste Beispiel mit der Grieche braucht kein Olivenöl produzieren, weil er es nicht mehr hinkriegt mit seinen Lohnkosten, seinen Gemeinkosten und holt das Olivenöl aus Spanien, letztlich was subventioniert ist und kommt nicht mehr raus. Also wie sehen Sie das mit Griechenland und der Schuldenfalle? Wie soll es Ihrer Meinung nach weitergehen mit Griechenland und den armen Ländern mit 40% Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit? Wie soll es weitergehen damit? Ja, Griechenland ist da wahrscheinlich das schärfste Beispiel. Und wenn wir Griechenland innerhalb der EU nicht helfen können, dann müssen wir es außerhalb tun. So Euro wie ich die. Oder Europa, immer ein zweiter Stiefel für mich immer. Beide Sachen. Europäische Gemeinschaft sowie Währung. Ich denke mal, es ist kaum abzusehen, dass Griechenland irgendwann mal seine Schulden zurückbezahlen kann. Ja? Da jetzt noch mehr Geld reinzubuttern, nur um die europäische Gemeinschaft mit einem Mitgliedstaat mehr zu erhalten, halte ich für sinnlos. Ich bin nicht der Wirtschaftsexperte, aber viele sagen, es bringt nichts, wenn wir Griechenland auf Gedeih und Verderb in der Europäischen Gemeinschaft halten und Griechenland den Euro erhalten. Diese Währung ist offensichtlich für Griechenland zu hart. Dann muss es halt geändert werden. Genau. Dann haben wir das Bargeldverbot. Das Wort Bargeldverbot kursiert in den Medien. Wie stehen Sie dazu? Kann man auch kurz abhandeln. Halte ich überhaupt nichts von. Bargeld ist bürgerliche Freiheit. Gibt es gar keine Frage. Wir haben ja schon Anfänge des Bargeldverbots. Wir haben eine Beschränkung der anonymen Zahlung auf 10.000 Euro. Das ist schon der erste Anfang. So hat es in Frankreich auch angefangen. Jetzt sind sie, glaube ich, bei 1.000 Euro. Die Gefahren bei einem Verbot des Bargelds halte ich für den Bürger und für die bürgerliche Freiheit einfach für zu hoch. Weil, nehmen wir mal an, wir hätten nur noch digitales Geld. Wie leicht könnte man denn den Bürger nur mit einem Mausklick enteignen oder unliebsame Bürger ganz ausschalten, indem man sie vom Bargeld trennt? Ja, das ist ein Punkt.
Und das, was von Seiten des Staates angeführt wird, Bekämpfung von Kriminalität und so, wir haben immer gesehen, dass gerade diese Kreise sich schneller umstellen, als wie der Staat es kann. Also da sehe ich keine reelle Begründung drin. Dann hatte ich gehabt das Thema Geldschöpfung aus dem Nichts, aber vorhin sagten Sie dann auch, dass Sie jetzt nicht so der Wirtschaftsexperte sind, dann überspringe ich mal die Frage. Nee, können wir ruhig machen. Ich habe mich damit befasst, ja. Und ich habe da, ja, ob es nun richtig liegt, ja, schauen wir mal. Ja. Erklären Sie bitte unseren Zuschauern in eigenen Worten, was Geldschöpfung aus dem Nichts bedeutet und ob Sie im heutigen Geldsystem Mängel erkennen, was Ihrer Meinung nach getan werden sollte. Alternativ können Sie natürlich auch im jetzigen System einverstanden oder konform sein. Also die Geldschöpfung aus dem Nichts. Normalerweise, wenn man jemandem einen Kredit gibt, dann reicht man ihm das rüber. Bei Banken ist das, soweit ich dann erfahren musste, anders. Dort wird eigentlich durch den reinen Kreditvorgang eine Geldmenge erzeugt und oder einen Betrag erzeugt, der denn der Gesamtgeldmenge gutgeschrieben wird. Das heißt aber, die Geldmenge an sich, die im Umlauf ist, erhöht sich, ohne dass da irgendwo ein Guthaben dagegen steht. Ja? Und das kann normalerweise nicht gut sein, weil ich habe früher mal in der Schule gelernt, in so einem Fall kommt es automatisch zur Inflation. Und wer will das schon? Wie sollten die Millionen von Zugezogenen aus den verschiedensten Ländern mit den unterschiedlichen Bildungsgraden und Kulturen Ihrer Meinung nach in Deutschland integriert werden? Was mir aber ganz wichtig ist, definieren Sie dabei gleichzeitig Ihre Vorstellung von Integration. Wir können auch erst anfangen mit Definition vielleicht. Ja, das Wort hat. Ich höre auch das Wort Integration immer. Man kann auch sagen, wann ist jemand integriert, wenn er Geld empfängt, Geld abholt, oder ist er integriert, wenn er in der Schule ist, oder ich weiß es auch nicht. Also, einfach mal Ihre Definition von Integration und Ihre Vorstellung. Also jemand, der hierher kommt und sich integrieren möchte, der sollte sich erstens an unsere Gesetze halten, zweitens unsere kulturellen Werte zumindestens hinnehmen. Er muss sie nicht unbedingt leben, aber er muss sie anerkennen. Und er sollte seine kulturellen Werte, die unseren widersprechen, ganz schnell vergessen. Was die Integration betrifft, da ist es ja nun so. Ich habe jetzt als Integration-Zwischenfrage nur angenommen, wenn er sich an die Gesetze hält. Also könnte man als Index für Sie jetzt heranstellen, die Kriminalitätsrate von Neubürgern, muss man so sagen, oder neuen Einwohnern im Verhältnis zu den alten Einwohnern. Wenn die Kriminalitätsrate gleich ist, wäre es dann Ihrer Meinung nach integriert? Das kann man nicht unbedingt an der Kriminalitätsrate festmachen. Die Gesetze sind ja weitläufig. Das geht genauso, wenn es darum geht, dass es für solche Leute, wie wir es gerade in Italien erlebt haben und weswegen es dort zu großen Unruhen gekommen ist, dass eben Eingewanderte keine Abgaben leisten mussten, wenn sie ihren Stand irgendwo oder wollten, wenn sie ihren Stand irgendwo aufbauten, während die Einheimischen das natürlich mussten. Ne? Oder eben bei der, muss man sich mal vorstellen, Überweisung von Geldern, dass sie dort eine Gebühr bezahlen sollten, das nicht wollten und es deswegen zu Unruhen kam. Das kann man doch nicht hinnehmen. Das kann doch nicht allen Ernstes eine Anerkennung der Gesetze sein. Und was für mich in meinen Augen dann noch wichtiger ist, viele Leute kommen ja aus islamisch geprägten Ländern. Dort haben wir natürlich neben der unter Umständen staatlich vorhandenen Gesetzgebung noch die Scharia, die von diesen Leuten natürlich vollumfänglich anerkannt wird. Die hat bei uns überhaupt nichts zu suchen. Passt. Ist Ihrer Meinung nach die Sicherheitslage des einzelnen Bürgers in Deutschland durch zunehmende Gewalt zurzeit bedroht? Und falls ja, also jetzt zwei Fragen, haben Sie das Gefühl, dass die Sicherheitslage in Deutschland schlechter geworden ist, mal für den Einzelnen, jetzt sind wir beim Einzelnen wieder. Und als Nachfrage, was kann man als Staat dagegen tun oder was sollte man tun? Sollte man reagieren? Ja, natürlich habe ich das Gefühl, aber das ist nicht nur ein Gefühl, ne? Das ist ja das persönliche Gefühl. Wir lesen jeden Tag immer mehr von Gewalttaten und dann geht es los bei Diebstahl, Raub, Vergewaltigung bis hin zu schwersten Straftaten, Totschlag, Mord. Das ist aber nur der eine Teil. Wenn wir auf die Fakten gucken, und die kriegen wir nun mal über die polizeiliche, das ist nicht so schlimm, und die kriegen wir nun mal über die polizeiliche Kriminalstatistik, dann sehen wir da einen ganz deutlichen Anstieg. Ja, nicht nur in der allgemeinen Migrantenkriminalität, sondern auch speziell in der von 2016. Da ist neu aufgenommen die Flüchtlingskriminalität und die ist wirklich erschreckend.
von dem, was zuletzt zugekommen ist. Gleichzeitig, wenn man da hineinschaut, sieht man auch, dass die Kriminalität der eigentlichen Urdeutschen von Jahr zu Jahr abnimmt, obwohl große Teile der Migranten inzwischen zu den Deutschen gehören, laut deutschen Pass und damit in diese Statistik fallen. Also es ist nicht nur ein persönliches Gefühl, es sind Fakten. Wie stehen Sie zu einer Lockerung der Waffengesetze? Vorher hat man die Frage der Sicherheitslage gehabt, der Einzelbürger, wie er sich fühlt. Wie stehen Sie zu einer Lockerung der Waffengesetze, jetzt aber nur in Bezug des einzelnen Bürgers, dass er die Möglichkeit hat auf einen Zugriff einer Waffe zur persönlichen Verteidigung? Jetzt weniger von Sportvereinen, das meine ich jetzt nicht so sehr, sondern wirklich der einzelne Bürger, dass er die entsprechende Waffe, muss ja keine Pistole sein, den Zugriff leichter hat, um sich selbst zu verteidigen, wenn er sich persönlich subjektiv gefährdet fühlt, gerade die älteren Menschen. Ja, da muss man sagen, Waffen sind, wie gesagt, ein zweischneidiges Schwert. Wenn man nicht damit umgehen kann, dann helfen sie einem sehr, sehr wenig. Die Waffen, die einem da als normaler Bürger zur Verfügung stehen, wie Messer oder Schreckschusspistolen, haben ja nur eine begrenzte Reichweite, halte ich da nicht für sinnvoll. Würde aber doch schon gerne noch diesen Punkt mit reinbringen. Ja, ja, also was die normalen, also was die richtigen Waffen betrifft, dort sollte man schon eine Erleichterung für die Sportschützen und Jäger und für diejenigen, die Sportschützen werden wollen, bringen, nämlich in Bezug auf die Gebühren. Ja. Die sind inzwischen, da versucht man eben, die Waffen aus dem Volk rauszubekommen. Wenn man es über die normalen Regelungen nicht schafft, macht man es halt über die Gebühren. Und das, denke ich, sollte man wieder abändern. Ja. Wer reich ist, darf schießen, wer arm ist nicht. Ja, da kommen wir langsam hin, ja. Ja. Jetzt mal ein ganz anderes Thema, was vielleicht den vielen Ihnen gar nicht bekannt ist. Der Begriff des Gendering. Es gibt ja auch nie gesetzliche Vorlagen davon, aber es setzt sich in der ganzen Gesellschaft mittlerweile durch. Wie stehen Sie zu Gendering und der zusätzlichen Toilette im öffentlichen Bereich für das weitere Geschlecht? Das ist eine feste Sache. Berlin führt sie ein, die dritte Toilette. Ja, setzt sich durch, ist ein bisschen verkehrt ausgedrückt. Es wird mehr oder weniger von unserer Regierung durchgeprügelt. Es ist in meinen Augen eine unsinnige Theorie, die davon ausgeht, dass ein Mensch sich im Laufe des Lebens sein Geschlecht selber aussuchen kann und bis dahin geschlechtslos geführt wird. Das geht ja noch weiter. Da gibt es ja nicht nur das dritte Geschlecht, da gibt es ja unzählige Geschlechtermöglichkeiten. 56. Halte ich überhaupt nichts von und von einer dritten Toilette halte ich schon gar nichts. Wa? Gut. Klare Antwort. Ja. Sind Sie mit unserem Schulwesen einverstanden oder wünschen Sie Änderungen? Falls ja, das war eine schriftliche Anfrage, war es ja. Falls ja, zählen Sie bitte kurz Ihre Änderungswünsche auf. Also war recht einfach zu sagen, ja, Schulwesen ist schlecht, müssen wir anders machen. Haben Sie aber in kurzen Worten, weil wir doch ganz schöne Stunde rum haben. Ja. Nein, mit unserem Schulwesen bin ich überhaupt nicht einverstanden. Für mich ist es unverständlich, dass man nach fast 70 Jahren Bundesrepublik immer noch ein Schulwesen hat, was von den Ländern bestimmt wird. Kein einheitliches Schulsystem, keinen einheitlichen Lehrplan. Kann ich nicht nachvollziehen, weil das bringt Schwierigkeiten für die Schüler letztendlich, für die Lehrer, nur wenn sie umziehen in ein anderes Bundesland. Aber die Schüler sind die Leidtragenden. Und dann sollte man meines Erachtens in den Schulen ein bisschen mehr fürs Leben tun. Also auch Sachen lernen, die man im späteren Leben gebrauchen kann. Rechnen, Schreiben, Grundvoraussetzung, keine Frage. Ja, dass man das aber später im Beruf, in der Berufsschule noch einmal wiederholt. Leider Gottes ist es so, dass man den Leuten dann nochmal Rechnen und Schreiben beibringen muss, teilweise, ist für mich nicht nachvollziehbar. Die Braunkohle ist bis heute ein wichtiger Industriefaktor in unserer Region, hat man ja vorhin schon mal ganz am Anfang gehabt. Mhm. Der Ausstieg ist beschlossene Sache. Wie stehen Sie dazu, dass die Braunkohle hier zugemacht wird bei uns in der Region hier? MIBRAG haben wir da größten Arbeitgeber. Ja, richtig, die Leute kriegen ihren Arbeitsplatz, wird weg sein. Wie sehen Sie dazu? Wir sind hier in Mitteldeutschland auf jeden Arbeitsplatz angewiesen. Die Braunkohle ist ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Energiearten, die uns da suggeriert werden, Wind und Solarstrom, können das bei Weitem nicht aufheben, weil uns dort einfach die Speichermöglichkeiten fehlen. Nicht nur, dass es ein Wirtschaftsfaktor ist, es ist ja auch ein ideologischer Faktor. Braunkohle ist, wenn man neueste Technologien beachtet, und das wird ja gemacht in den Braunkohlekraftwerken, kein Umweltverschmutzer in dem Sinne. Ja. Sind Sie mit der Verteilung der erwirtschafteten Güter in Deutschland durch Lohnarbeit zufrieden oder wünschen Sie eine andere Verteilung in Deutschland der erwirtschafteten Güter? Kann man auch sagen, haben die einen zu wenig und die anderen zu viel? Naja, als Arbeitgeber und Arbeitnehmer früher und heute
kenne ich natürlich beide Seiten. Ich weiß, dass der Arbeitgeber da in gewisser Seite gebunden ist. Man muss, wenn man einen Arbeitnehmer etwas zubilligt, das auch auf Dauer einhalten können. Es gibt da ja das sogenannte Gewohnheitsrecht, wonach der Arbeitnehmer das später noch einklagen kann und so. Das mag richtig sein, aber darin sehe ich nicht das Problem. Das Problem ist meines Erachtens die hohen Lohnnebenkosten und die Abgaben, die dann noch fällig werden an alle möglichen Institute, Vereine, Kassen und weiß der Teufel, was es da nicht alles gibt. Das ist ja in jeder Berufsgruppe anders. Ne? Was mir persönlich ein Dorn im Auge ist, ist der Unterschied zwischen denen, die Steuern erarbeiten und denen, die ihr Berufsleben eigentlich darin verbringen, dass sie Steuern, also aus Steuern finanziert werden. Da haben wir meines Erachtens ein großes Missverhältnis. Wir haben 4,5 Millionen Beamte, Angestellte bei Bund, Ländern und Gemeinden. Eine Zahl, wo man sich fragen sollte, ist die rechtfertigt? Daraus resultieren dann natürlich immer mehr Pensionäre. Darüber hinaus natürlich noch Angestellte bei Krankenhäusern, Krankenkassen. Da muss man sich fragen, ist die Zahl der Krankenkassen gerechtfertigt? Brauchen wir wirklich 150, 400 Krankenkassen? Und dann haben wir natürlich noch jede Menge Vereine, Institute, von denen man eigentlich mehr oder weniger den Eindruck hat, sie dienen nur als Expertenlieferant für irgendwelche Umfragen, wo man sich dann fragen muss, was sind das für Experten? Ja. Sind die Managergehälter in Deutschland zu hoch? Fragezeichen. Natürlich. Viel zu hoch. Und wenn man dann so eine Sachen erlebt, wie, es sind ja nicht nur Managergehälter, das zieht sich ja durch die Vorstände hindurch. Das sind ja nicht die Obersten, sondern da werden ja ganze Berufsgruppen, werden da mit horrenden Summen abgefunden. Und wenn man sich dann das eine Beispiel, ich glaube es war VW, mit einer Abfindung nach einem Jahr Arbeit von 12 Millionen Euro, das ist ja dermaßen daneben, das geht gar nicht. Ja. Natürlich muss so eine Arbeit auch dementsprechend vergütet werden, aber in Millionenbereichen, nein. Das ist immer fast eine ernste Frage, weil ich lese zurzeit immer so Plakate, Deutschland geht's gut, höre ich immer überall. Der Wärmemesskonzern ist da, ich weiß nicht, ob Sie ein bekanntes Zuschauer, es gibt zwei große Wärmemesskonzerne, die letztlich die Abrechnung am Jahresende, wenn Sie Mieter sind oder Eigentümer und Vermieter sind, müssen Sie am Jahresende Heizkostenabrechnung machen und die zwei großen Vertreter dieser Firmen sind die ISTA und glaube Techem ist die zweite Firma, also keine Werbung, Vorsicht hier. Und die decken glaube ich 50% des Marktes ab. Also jeder zweite Haushalt zahlt an diese zwei großen Firmen irgendeine Abgabe. Und der eine Messkonzern ist eben die ISTA. Die ist jetzt nach China verkauft worden. Der neue Eigentümer sind zwei Unternehmer im Besitz eines reichen Chinesen, der heißt Li Ka-shing. Damit zahlen demnächst fast ein Viertel aller deutschen Haushalte zukünftig an einen deutschen Milliardär. Und da denke ich mir dran, an einen chinesischen Milliardär. Und da denke ich mir, Deutschland geht's gut. Da denke ich mir immer, wie stehen Sie dazu? Ich finde es mehr so ein Spaß. Ja, ist es ja eigentlich auch, weil was ist da eigentlich verkauft worden? Die Wärmemessung ist eine Dienstleistung, die einen geringen Teil der Mietnebenkosten ausmacht. Auch muss man dazu sagen, auch noch. Ich widerspreche Ihnen, die sind bei 30%. Wenn die Wärmemessung? Haben Sie eine Ahnung? Also ich bin Hauseigentümer, liebe Zuschauer. Ich sage rechnerisch eins, Sie haben Fixkosten und Verbrauchskosten. Ja. Und wenn Sie ja. die hohen Kosten der Ablesung nehmen, ja. also wie können Sie überhaupt nicht ersparen, wenn Sie Energie sparen, weil die Ablesekosten da sind? Da bin ich echt erstaunt. Die Abrechnungskosten sind ein irrsinniger Aufwand, da wird Prozesse geführt, sind Rechtsanwälte beschäftigt. Es ist eine Riesenindustrie, die nur durch Gesetze aus dem Bundestag uns aufs Auge gedrückt wird. Nach dem alten BGB kann ich eine Miete, kann ich einen Raum vermieten, inklusive allen drumherum. So darf ich nicht drum und dran. Also das ist am Rande. Befassen Sie sich mal danach mit, wie hoch der Anteil dieser Kosten sind. Sie sind irre hoch. Ja, wirklich. Ja, also Sie sehen, auch ich bin nicht allwissend. Das wäre auch schlimm, sein, sowas zu behaupten. Ja. Aber man kann sich kundig machen, natürlich. Ja, klar. Ich habe auch früher mal ein Büro gehabt, neben Techem, habe dadurch viele Mitarbeiter, von denen ich kennengelernt. Weiß daher auch, dass dort viele beschäftigt sind, die das halt nebenbei machen, ja, zum Ablesen und so. Heutzutage geht ja auch vieles über Funk und so. Der Verkauf an den Chinesen ist ein Zeichen der Globalisierung. Finde ich überhaupt nicht gut, die Globalisierung in dem Sinne. Aber wenn sich kein anderer findet, irgendeiner muss es machen. Ja. Also es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Genau. Wie stehen Sie zu den Sanktionen gegenüber Russland? Lehne ich prinzipiell ab. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Die Sanktionen begründen sich ja auf die sogenannte Annexion der Krim. Nun muss man aber sehen, die Krim ist geschichtlich gesehen russisches Stammgebiet.
Ja. Wurde 1968, glaube ich, war es im Zuge einer Gebietsreform Russlands an die Ukraine geschlagen. Eine reine Willkürmaßnahme damals. Der Anschluss der Krim jetzt an Russland erfolgt über ein Referendum. Das Referendum wurde ja in dem dortigen Parlament abgehalten. 90% stimmten dafür, 75% wären notwendig gewesen. Ist also eigentlich eine demokratische Entscheidung. Es ist nicht so, dass die Russen dort mit dem Panzer reingefahren sind, sondern es war eine demokratische Entscheidung. Andersrum, wenn man dann sieht, die Absetzung des ehemaligen Präsidenten in der Ukraine. Dort war auch ein Referendum notwendig, ebenfalls 75%, gab wohl 73%. Die EU hat gesagt, es geht noch. Bei den 90% für die Krim hat sie gesagt, das geht gar nicht. Und das kann ich wiederum nicht nachvollziehen. Wo steht Ihrer Meinung nach Europa in 15 Jahren? Können wir aus 20 nehmen. Und wie sieht dann die Bevölkerungsstruktur in Deutschland aus in 15 bis 20 Jahren? Jetzt mal nicht, was ich wünsche, sondern die reale Politik. Was glauben Sie, wie es dann in Deutschland aussieht in 15 Jahren und in Europa? Das ist wirklich eine schwierige Frage, weil wie es momentan läuft, rein wirtschaftlich gesehen, würde ich sagen, es wird dann keine EU mehr geben, weil ich nicht an eine Reformierbarkeit der EU glaube. Dazu ist dieser Apparat einfach zu schwerfällig und viel zu viele Leute haben sich dort gemütlich niedergelassen. Was die bevölkerungsspezifische Entwicklung betrifft, hoffe ich, dass es uns gelingt. Und da hoffe ich eigentlich und sehe diese Wahl jetzt eigentlich als Schicksalswahl an, dass es uns gelingt, der Bevölkerung Deutschlands, denen, die schon länger hier leben, muss man dann sagen, beizubringen oder diesen einen Anreiz zu geben, wieder mehr eigene Kinder in die Welt zu setzen. Das ist machbar, das hätte man vor 40 Jahren schon tun sollen. Schon damals war die demografische Entwicklung Deutschlands absehbar. Als ehemaliger DDR-Bürger, der immer das Westfernsehen anhatte, habe ich das damals schon beobachten können. Genauso wie das kommende Loch in der Pensionskasse. Auch damals wurde das schon angekündigt. Das ist alles nichts Neues. Danke Ihnen vielmals. Jetzt ist alles am Schluss nochmal. Wenn Ihnen noch irgendwas am Herzen liegt, können Sie auch in freien Worten was sagen. War ein langes Interview, aber wir haben ja diese Maßgabe als Zeitsalut. Wir schneiden nicht, kommt auch ungeschnitten raus. Ist auch eine schöne Erinnerung. Wenn Sie es schaffen im Bundestag, können Sie es auch in 5 Jahren mal anschauen, was Sie eigentlich gesagt hatten vor 4 Jahren oder 5 Jahren. Und es soll Sie auch ein bisschen binden an Ihre eigenen Worte für Zukunft. Natürlich, das ist das Wichtigste an Wähler. Wir dokumentieren deshalb. Und wir machen eins, wir stellen noch konkretere Fragen auch mal, damit es eben nicht nur in Wieselworten ausartet. Ich bin für Gerechtigkeit, ich bin für den Frieden, ich bin für allgemeines Blabla. Dann danke ich Ihnen vor allem, dass Sie den Mut hatten, auch mal ein paar konkrete Fragen zu beantworten. Wollte Ihnen jetzt aber das Wort nicht abschneiden. Und wenn Sie Lust haben, sagen Sie den Zuschauern noch irgendwas, was Ihnen selber am Herzen liegt, was Ihnen wichtig kommt, und dann danke ich Ihnen erst einmal. Ja, eines der größten Probleme in diesem Land ist mit Sicherheit auch die Rente. Wir haben eine Rentenentwicklung, die immer mehr dazu tendiert, das Rentenniveau abzusenken. Im Gegensatz zu den Pensionen, wo man sich Mühe gibt, über staatliche Zuschüsse das Ganze auf selben Level zu halten. Das halte ich erstmal für eine Ungerechtigkeit. Zweitens die Besteuerung der Renten, die nach und nach immer stärker wird, halte ich ebenfalls für eine Ungerechtigkeit. Wir haben dort ein Umlagesystem. Das Geld, was hier gerade verdient wurde, geht ja eigentlich in dem Sinne als Beitrag an die Rentner. Wurde also im vollen Umfang versteuert. Eine weitere Versteuerung innerhalb der Rente ist für mich nicht nachvollziehbar. Die Mindestsicherung der Rente. Dort wurden ja auch Ansätze gemacht von Seiten anderer Parteien. Die SPD zum Beispiel wollte dort um 10% nachbessern. Wir wissen aber inzwischen, dass die Mindestsicherung so weit runtergesetzt ist, dass man da auch von der normalen, von dem Angestrebten nicht wird groß leben können. Da fehlen immer noch 20%. Die Mindestsicherung sollte man meines Erachtens an die Mindestsicherung koppeln, die auch ein in Privatinsolvenz befindlicher Mensch in diesem Land als Mindestsicherung hat. Und die liegt so ungefähr bei 1.000 Euro. Also 1.000 Euro Rente für jeden. Ganz einfache Aussage, oder? Das wäre die Mindestsicherung, ja. Und man sollte das Ganze auch unbürokratischer gestalten. Denn das, was man da heutzutage ausfüllen muss, das schreckt ja schon viele davon ab, das überhaupt zu beantragen. Danke Ihnen vielmals. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg in einem weiteren Wahlkampf. Ja, danke schön. Danke. Tschüss.